So, genau. Die Gegner nehmen nämlich auch Schaden, wenn ich sie mit dem Block weghaue. So. Jetzt kommen mehrere Spawner. Genau. So, weg mit euch. Weg mit dem Magier. Und da sind wir das erste Mal gestorben. Mist. Okay, jetzt müssen wir warten, bis wir wiederbelebt werden. Ja, schön. Au. Und ich sterbe gleich wieder, wenn ich nicht aufpasse. Machen wir mal das Pulver scharf. So. Und werfen einfach mal unser Schild. So. Au. Gut. Weg mit denen. So, weg mit dem blöden Spawner. Ja, schießt euch. Weg mit dem Zauberer. Und einmal Frisbee werfen. So. Ja, hier müssen wir ein bisschen taktischer vorgehen als mit dem Ranger, fällt mir gerade so auf. So, einmal hier durch. Einmal hier durch. Werfen. Was hat mich jetzt getötet, bitte? Was auch immer mich gerade getötet hat, das war garstig. Ja. Schön. Für dich. Ich weiß nicht, was mich gerade getötet hat. War ich im Explosionsradius? Ja. Gut. So, weg mit dem da noch. So. Und weg mit dir. So, holen wir uns mal das Sprengfass. Stellen es hier auf und zünden es an. Und die Wand ist nämlich sehr verdächtig. Hier hinter sind Schlüssel. Sehr schön. Können wir ja gleich hier aufschließen. Ach, und unsere Frisbee ins Leere schießen. Okay, wir sollten nicht einfach so durch die Meute dashen. So, ist besser. Okay, da kommen sie schon aus dem Nachbarraum. Noch ein Spawner. So. Mehr Spawner. So, wird schon wieder getroffen. Weg von der Bombe, also von dem explodierenden Zombie. Okay, ich kann nicht gescheit angreifen, während ich blocke. So, au. Genau, fliege in die Luft. Ich hau den Spawner kaputt und sterb schon wieder. Toter als tot. Ja, da drüben werden wir... Da drüben werden wir ständig die... wie heißt es? Die Erfolge angezeigt, die ich freischalte. So, weg mit dem Stein. Und jetzt dürfen wir kein einziges Mal mehr sterben, sonst sind wir draußen. Also ja, als Valkyrie ist es doch etwas schwieriger als mit den mit dem Ranger. Ja, aber so könnt ihr mich wenigstens ein bisschen failen sehen. Anders als den Hammer Watch, wo ich ein bisschen besser war. Und genau, jetzt habe ich wieder Essen zu hauen. Ja, Essen zu hauen gibt übrigens auch einen Erfolg. Wow. So. Frisbee werfen. Ey. Also ja, ich sollte mir angewöhnen, den Dash nicht einfach in nichts zu machen.
So. Weil ich könnte in die gegnerische Truppe reindashen. Au. Oder ich mach's so. So. Oh. Da habe ich jetzt einige angelockt. Aber ich habe auch Essen freigeschalten, wollte ich gerade sagen. Hier oben ist nämlich eine Schatzkammer mit Essen drin. Das sollte ich mir mal holen. Und dann gucken, dass ich den zweiten Spawner hier loswerde. So. Einfach mal hier weg. So, Spawner beschädigen. Schild werfen. Spezialfähigkeiten immer einsetzen, wenn es möglich ist. Ja. Also die haben im Gegensatz zu Hammerwatch haben die sehr viel hier zu sagen, die Charaktere. So. Da ist die Platte übrig geblieben, wo das Essen drauf war. So, nächster Raum. Wieder ein Spawner, ja. So. Wispy werfen. Wow, explodiert. Sehr schön. Und den Spawner weghauen. Zombies um ihn herum weghauen. Und weg. Oh, da stehen ganz schön viele in einer Reihe, würde ich sagen. Springen wir einfach mal hier rüber. So. Wow, raus aus dem Explosionsradius. Okay, die Magier halten gut was aus. Und ich habe so meine Probleme mit dem Zielen. Ja, weg mit euch. So. Weg mit dir. Jetzt kommt wieder so ein Bombenzombie. So. Der ist leicht ausgeschaltet, wenn wir einfach mal durch ihn durchdashen. Ja, langsam habe ich so das Gefühl für die Walküre raus. Au. So. Au. Ja, mit dem Magier muss ich echt aufpassen. So. Und auch mit Gegnern, die hinter mir dann stehen. So. Und sonst Gold. Hauen den da um. Ja, Schildpatch ist sehr lustig. Wirklich. Oh, der Kronenzombie. Ja, wenn man die Krone einsammelt und zum Ende bringt, kriegt man einen Geldbonus. So. Ja, das war nicht vorbei. Also ja, das mit dem Speerstoß ist noch ein bisschen tricky. Aber ich habe es geschafft. Erstes Level abgeschlossen. So, jetzt kommt meine Bewertung, wie viel Gold ich gemacht habe. Wer am meisten Gold gemacht hat. Und meine Erfahrungen, also meine Erfolge. Tod als Tod. Ja, stirb einmal, stirb zweimal. Vernichte Essen. Hast du gewusst, dass während des Ladens Tipps angezeigt werden? Es ist still hier. So still. Dieser Ort erzeugt in mir ein mulmiges Gefühl. Gehen wir weiter. Okay. Zweites Level. Jetzt kommt nämlich er hier. Der Tod. Und der Tod ist garstig, weil den Tod kann man nicht besiegen. Ja.
Au. Da hat mir so eine große Mumie einen Gong gegeben. Au. Ja, seht ihr, das passiert, wenn man mit seinem Dash zu unvorsichtig ist. Wow, ich kann durch die gar nicht mal durchdashen und die machen einen Haufen Schaden mit ihrer Bogenkelle. Erstmal mein Gold wieder aufsammeln, das ich verloren habe. Ganz toll. Aber ich bin gerade gestorben. Wow. Also ja. Die harten Zombies da gerade eben, die großen Mumien, die sollte ich nicht versuchen mit einem Dash zu durchdringen. Schlüssel. Da ist noch ein Schlüssel. Weil jetzt habe ich nur noch... Ich habe null Leben. Und das auf normal. Das ist gar nicht so toll. Ja, kommt ruhig her, ihr. Oh, jetzt ist mir der Tod aber gut auf dem Fersen. Ich darf eigentlich nicht in seinen grünen Bereich kommen, weil da macht er mir Schaden. So, einzelne Gegner kriege ich gut weg. Und ja, das Level sieht wirklich immer anders aus. So, den da weg. Jetzt zu denen da. Genau, weg mit dir. Ich hau dich um. Krieg noch einen Schlüssel. Krieg Geld. Und kann hier durch die Tür dem Typen entfliehen. So. Und ja, der grüne Bereich meiden. Wow. Au. Und ja, wenn wir die Krone aufhaben und sie verlieren. Das könnte nützlich sein. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Mit Können und Disziplin schafft man alles. Durch den Tod. Game over. Neuer Versuch. Okay, wo sind wir? Genau, immer. Wir sind noch in Level 2, hä? Ja, sind wir, oder? Auch wenn Level 2 jetzt etwas anders aussieht. Au. Und wir gleich sterben, weil wir in der Explosion stehen. Explosives Ende. Nicht einmal der Tod wird mich von meiner Rache abhalten. So, weg mit dem Idioten. So, oh. Hier sind ganz schön viele. Und gleichzeitig müssen wir auch noch den Tod entkommen. Au. Also einfach durch ihn durchdashen ist schon mal nicht. Das sieht wertvoll aus. Wow. Wenn er uns nämlich berührt, sind wir tot. Ah. Ups. Ich glaube, das behalte ich. So, noch den da weg. Jetzt bin ich wieder fast gleich tot. Das ist nicht so schön. Ah, Krone, komm her. Ja. Ich will den Rest, der da liegt, auch noch haben. Blöder Geist. Das Essen, da hätte ich gerne. So. So, das war mal eine gute Kombo. Genau, dich weg. Den Geistern sollte ich einfach in Zukunft ausweichen. Geld und noch mehr Geld. Viel habe ich ja gerade nicht zusammen. Ah. Ah.
Das ist nicht so schön. Ja, jetzt muss ich die ganzen großen Zombies töten. Und bin schon wieder gestorben. Okay. Ich werde aber jedes Mal besser.